Hallo YouTube. Ja. Wie schon in meinem letzten Video angesprochen, klingelte gerade der nette DHL-Bote bei mir an der Tür und meinte zu mir, ja, ein Paket für Sie. Ich so, auch schön, danke. Angenommen, unterschrieben, Tür zu. An Tisch, ausgepackt. Und was ich als erstes sah, als ich das Paket aufmachte, war dieser hier. Der Peter Lehmann übliche mit Patronenhülse versehene, zu jeder Pfeife dazugehörige Stopfer. Ein Stopfer aus Olivenholz, der mir sehr gut gefällt, der sich auch so wunderbar anfassen lässt. Entschuldigung. Ich packte mein Paket weiter aus und ich in. Ich sah dieses wunderschöne Stück. Eine aus Olivenholz gefertigte, nach meinen Vorstellungen und nach denen des Herrn Lehmann, gefertigte Stand-up-Poker. Mit Tigeraugen-Applikation, einem bernsteinfarbenen, ich glaube, Fishtail-Mundstück nennt man das. 9 mm befiltert. So, mal aufmachen hier mit einem John Aylesbury Filter versehen, der, glaube ich mal, freundlicherweise mit eingepackt wurde. Hat mich sehr gefreut. So, wieder zugemacht. Zu diesem wunderbaren Pfeifchen hier. Gibt es eine tolle Anekdote. Und zwar habe ich, wie jeder andere auch, mich auf der Internetseite des Herrn Lehmann schon etwas länger rumgetrieben, habe mir seine ganzen Exponate angesehen, bis ich dann eines Abends mir den Mut fasste und immer eine E-Mail schrieb. Ich schrieb ihm, wie ich meine Pfeife vorstelle und ob das alles möglich wäre mit diesen ganzen Applikationen und Wünschen und Vorstellungen, die ich so hätte. Vergaß aber reinzuschreiben, dass ich eine 9 mm Pfeife haben möchte. Gar kein Problem. Knappe 8 Stunden später, so ungefähr, rief mich Herr Lehmann an und fragte mich, ja, mit oder ohne Filter. Ich so mit Filter. Der E-Mail-Kontakt mit ihm, die ich dann auch gleich nach dem Telefonat bekam, war hervorragend. Also, wenn mir manch andere Leute so rasant die E-Mail schreiben würden wie Herr Lehmann, also, der hätte ich fast keine Probleme. Ich muss sagen, ich habe dann mit Herrn Lehmann nach 2, 3 E-Mails weiter auch noch 2, 3 Mal telefoniert. Er meinte dann, wir haben kurz gescherzt am Telefon fand ich sehr amüsant und sehr, sehr, sehr toll von ihm. Ein sehr lockerer, verständnisvoller Pfeifenbauer. Was ich sagen muss, ist, dass, wie gesagt, der E-Mail und der Telefonkontakt mit ihm ist grandios, also besser als bei manch anderen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich habe mir meine Pfeife mit einer Tigeraugen-Applikation versehen lassen, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Dann ist es so, dass es draußen ja jetzt der Winter einreitet. Mich hat es auch erwischt. Er ist auch bei mir eingeritten. Wie man es unschwer hören kann und sehen kann, habe ich ein Problem mit der Nase, ein Problem mit dem Hals. Ich habe gestern versucht, eine andere Pfeife von mir zu rauchen. Ich habe mit Bedauern und Gott sei Dank festgestellt,
Bursche, wenn du krank bist, lass das. Das schmeckt nicht, das tut dir nicht gut, das tut der Pfeife nicht gut. Und es hat keinen Sinn. Also, was sagt uns das? Wenn ich fertig bin, hiermit und hiermit, ist diese hier fällig. Sie wird dann beraucht. Und mit was weiß ich noch nicht. Jetzt seid ihr nämlich dran. Ich weiß, ich habe zwar schon einige Pfeifen vorgestellt und habe sie auch schon eingeraucht. Mit sämtlichen, hoffe ich, guten Tabaken, die mir so unter die Finger kamen. Aber man soll ja nie, nie sagen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, mit was ich denn die Pfeife einrauchen kann, darf, soll. Zwei, drei Vorschläge fände ich ganz schön. Würde ich mich riesig drüber freuen. Die Pfeife ist auch gar nicht schwer. Also sie sieht schwerer aus, als sie ist. Sie wiegt vielleicht, ja, 50, 65 Gramm. Also eigentlich ein Fliegengewicht im Gegensatz zu dem riesigen Erscheinungsbild, sage ich mal, was mir aber sehr gefällt. Sie ist auch mit, sie ist auch nicht rund gefertigt worden. Ich und Herr Lehmann waren der Meinung, oder Herr Lehmann und ich waren der Meinung, es sei immer was anderes. Dem muss ich zustimmen. Oder dem habe ich zugestimmt, Gott sei Dank. Lässt sich auch ganz hervorragend anfassen von der Haptik her. Ja, also lässt sich auch prima im Mund halten. Ja, also an die los. Wunderbar. Zwar jetzt nicht 2 Stunden lang im Mund halten, aber mal so kurz um. Bisschen was zu schreiben, 2, 3 Sätze, reicht das schon? Ist das schon okay? Ja. Ich habe gerade gemerkt beim nochmal mir Ansehen meines Videos, dass meine Kamera nach 10 Minuten sagt, ja, hier ist Schluss. Das vorhergehende Video noch zu abzuschließen. Wie gesagt, wenn ich fitter bin, wird wieder die eine oder andere Pfeife dann glauben müssen. Auch eine von den gereinigten oder mehrere von den gereinigten, was ich sehr gut finde und wo ich mir von erhoffe, dass ich ein angenehmeres und wohlschmeckenderes Erlebnis haben werde. So, es sind jetzt, glaube ich, schon mehr wie 10 Minuten, also 10, 10, 20 vielleicht. Was ich noch kurz sagen möchte, ist, ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch für die Kommentare, die nachher doch von zwei, dreien unten stehen werden. Und ich wünsche euch alle oder allen, samt Familie unbekannterweise, ein frohes Weihnachtsfest und ja, besinnliche Tage. Bis dann. Tschüss.